Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu der nächsten Episode unseres Doppelfoot Rust. Ja, im Hintergrund seht ihr das Team, es hat sich natürlich nicht verändert, wenn man sich das letzte Mal anschaut und heute. Ja, deswegen, ich denke, wir gehen auch direkt ins erste Spiel ohne groß gelabert. Tim ist natürlich auch noch hier. Jo, was geht? Ja, und wir holen euch dann beim Gegnerteam wieder rein. Und jetzt sehen wir das Gegnerteam, was ein BPL-Team ist. Was man ganz klar sieht, er hat hier De Bruyne und Aguero 89er, dann hat er noch Sterling als 10er, Pantilimon nicht so ein starker Keeper, in der Verteidigung noch Skrtel und spielt Shawcross als Linksverteidiger und Ighalo als Stürmer. Als Stürmer. Ja. Nick, mein. Oh, alles. Oh, oh Scheiße. Gott, Mann, da haben wir zu viel gequatscht, so off topic. Und war nicht ganz bei der Sache und tue mir den Gegentor durch Neymar. Halbzeitstatistik sind wir ja minimal überlegen, was die Schüsse aufs Tor angeht. Aber ich denke, dass es unentschieden eigentlich in Ordnung geht, auch vom Ballbesitz und dann. Also ich finde es ausgeglichen. Ich denke, das Unentschieden geht in Ordnung. Wir müssen uns jetzt einfach mal ein bisschen konzentrieren und dann das Ding auch rumreißen. Weil wir hatten genügend Chancen, es früher also weiter auszubauen, unsere Führung. Ja, das müssen wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser machen, denke ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Jo. Messi! Sanchez! Jawohl! Der Flugkopfball. So muss das sein, der erste schön Angriff. Ich sag gerade noch Powerplay und dann richtig, was ja auch war. Schön in die Tat umgesetzt. Schön durchkombiniert mit Pässen, so muss das laufen, Mann. Mann, Reus, wie nimmst du denn den Ball mit? Zumal er eigentlich auf Bay gehen sollte. Oh, schön. Schieß. Oh, jawoll, nice. Mann. Schön rausgespielt. Sauber, ey. Schön durchgekommen, der Pass. Hat sich Bay da richtig schön reingepusht. Deswegen habe ich L2 gedrückt. Der perfekte Lupfer, der hat perfekt gepasst. Sauber, Mann, so muss das laufen. 3:1. L2 pusht man sich durch? Ja, da setzt sein Körper ein mit L2. Ach so, mit 3 ist eigentlich immer. Ne, mit L2. Ja, okay, falsch ist naja besser als. Mhm. Ich hasse die Anschlüsse dieses Jahr echt, Alter. Das durchfängst du dir teilweise so viele Gegentore. Oh mein Gott. Und er macht den Ball auf Sanchez. Wollte ich auch. Oh mein Messi, Gott! Nibel. Wer war denn das? Nee, ach, war Messi. Scheiße. War Messi. So schade. Spiel, dann steht er da frei und versaut das Ding durch so einen dummen Seitfallzieher, der nicht mal richtig trifft. Also war von alleine, oder? Du hast nicht. Ich hab einfach nur geschossen. Mann, das war eigentlich so klar. Oh Gott. Gott. Ronaldo. Der Anschlusstreffer durch Ronaldo. Naja. Jetzt nicht einbrechen. Oh, was hab ich gemacht? Ja, das ist ein Witz. Das ist so ein Witz. Oh, was macht Buffon denn da? Vor allem, guck mal, ich krieg den Spieler nicht angewählt und du auch nicht. Der hat sich einfach nicht bewegt. Da, Marcelo springt da am Ball vorbei. Das ist. Ey, das ist schon wieder so gewollt von FIFA. Ich wette, Mann. FIFA wollte das unentschieden. Kannst du vergessen, ey. Da, was ist das bitte? Schön. Hin. Elfmeter! Ja, jawohl, mein nice, schön ausgespielt, Mann. Schießt du ihn bitte? Auch wenn du keinen Controller hier hast. Ich. So viele Elfmeter verschossen. Ja, komm. Skip mal. Du kannst skippen. Okay. Dann schieße ich hier, ja? Hier? Ja. Okay. Schönes jawohl! Ding, jawohl, hier mit der Führung jetzt. Durch den Elfmeter von Reus. Oi. Das musste nochmal jetzt sein, Leute. Jetzt pushen und. Hinten sicher stehen. Richtig. Schon mal den Elfmeter durchlaufen lassen. Hat er sie extra in die Ecke gestellt. Ich will mal links schießen und dann schieße ich ihn rechts einfach aus Angewohnheit. Und dann versau ich das Ding. Einfach mal defensiv so. Nicht sehr, naja, egal. Ich bin defensiv eingestellt jetzt. Hinten. Oh! So bitter. Schade. Der stand immer so viel ja. Vor dem leeren Tor. Oh, ist so schade. Machst du kurz oder? Nee. Oh!
Oh, wähl doch den Spieler an, Mann. Beziehungsweise der soll was machen gegen ihn. Er hat nicht geschossen. Schieß den Ball. Oh, der Finesse-Schuss. Schade. Oh mein Gott. Marcelo, aber, Alter. Ist nicht gegangen, sonst hätten wir wieder einen Konter kassiert. Ist so. Jetzt immer mit Viereck, wenn jetzt jawoll. Wir gewinnen das Ding mit 4-3 verdient. Wir haben es nochmal spannend gemacht, aber haben einen souveränen Sieg nach Hause geholt und sind nun in der dritten. Ja, in der dritten Runde. Bale hier. Schön. Hat er sich, finde ich, auch nicht verdient gehabt. Er hat einfach nur den das dritte Tor war ein Lacktor von ihm, das muss man wirklich sagen. Also das bei der Ecke da, das war ja ein Witz, dass Buffon da erstens nicht rankommt und der Abwehrspieler dann einfach so am Ball vorbeirennt, ohne dass er angewählt wurde. Das ist ein Witz. Deswegen denke ich, geht da der Sieg für uns in Ordnung. Ja. Skip mal bitte. Du kannst nur skippen, ich nicht. Und ja. Hab ich vergessen. Nein, Statistik nochmal. Dann gucken wir uns die Statistik an. Ja, wir sind auch, denke ich mal, knapp, aber immerhin sind wir überlegen, was die Schüsse angeht. Ballbesitz ist ausgeglichen, aber die Schüsse, denke ich mal, sieht man, dass wir es klar verdient haben auf jeden Fall. Und ja, deswegen sehen wir uns gleich beim nächsten Gegner wieder. Ciao. Und da gucken wir uns das Gegnerteam an. Er hat auch Messi Team of the Year, auch Bale, den 89er, dann auch den 89er, Benzema, Chiellini als Inform, Iniestas Inform, Philippe Luis Inform, Rakitic, Thuram als Rechtsverteidiger, Mathieu, Buffon im Tor. Einige spielen nicht auf volle Chemie. Ich denke, wir können da eine Chance haben, wenn wir uns konzentrieren, und wir sehen uns dann in der ersten Szene wieder. Mach alleine. Oh. William! Jawohl! Zweite Minute, gleich mal die erste Chance nutzen wir. Wir machen das Ding jetzt zum 1-0. Rein. William, der gleich ausgewechselt wird, zeigt aber mal, dass er eigentlich vielleicht auch spielen könnte. Trotzdem wird er natürlich rausgenommen. Für ihn wird Messi ins Spiel kommen. Da hatten wir noch ein bisschen Glück, dass Sanchez da dran blieb. Und William macht das dann einfach eiskalt. So muss das sein. Mach ich nie wieder. Bleib mit der. Das war glücklich abseits, aber. Durch den Ballverlust da, aber. Trotzdem, das war echt scheiße Pech. Nochmal das Tabu von dem Ball genau zu. Wer ist denn das? Benzema. Isco. Achso. Nee, Benzema war der Schütze und dann zu Isco gefaustet. Naja, kann passieren, wir müssen weitermachen einfach. Schön von Messi. Messi! Oh, der Snow-Touch hat diesmal perfekt von Messi, richtig nice gemacht. Diese Lags. Oh Gott. Nur wegen diesen Lags. Also, Jungs, ihr seht die ganzen Lags hier. Das ist ein Witz, Mann. Nicht mehr feierlich. Alter, jetzt zieht's ja richtig los. Zum Internet. Wir haben nichts im Internet offen und das laggt einfach so dermaßen. Er ist ja auch Host. Dadurch die ganzen scheiß Chancen. Seht das? Ja, ey, das ist so klar. Ein Witz, Mann. Nur durch die scheiß Lags, Alter. Kannst du doch keinem erzählen. Messi, Mann. Bei ihm klappt es einfach, als ob der keine Lags hat. Guckt euch an. Es hat einfach perfekt geklappt bei ihm. Das kannst du mir nicht erzählen. Zumal er Host ist, das heißt, es kann eigentlich nur an ihm liegen, weil wir halt auch nichts aufhaben. Schöne Parade von Buffon wieder. Oh mein Gott, wäre der reingegangen, Alter. Mann, die Lags, Alter. So ein Rotz, wirklich. Diese Lags. Bei Rolle. Reus. Jawohl, Mann, die Ballrolle hat noch geklappt, Alter. 2-2 hier verdient. Und es laggt immer noch bei uns. Das ist echt unnormal. So, und jetzt haben wir hier die Halbzeitstatistik. Natürlich 2-2. Bisschen weniger Schüsse, dafür mehr Ballbesitz. Und ja, unverdientes Unentschieden gerade, wie ich finde. Ja. Der Gegner kommt halt nur durch seine scheiß Lags hier nach vorne. Vorne, ihr habt es gerade in den. Also, ihr habt wahrscheinlich nicht so viele Chancen gesehen, ihr habt nicht alle Chancen gesehen, die wir hatten. Und. Ja, also es laggt wirklich schlimm und wenn man im gegnerischen Strafraum ist, verliert man sofort den Ball. Ja. Da es einfach nicht geht mit No-Touch-Dribbling oder so, dann macht er irgendwas anderes, was er gar nicht gewollt ist. Verteidigen ist auch unmöglich, also. Und genau, wir schieben einfach alles auf die Legs und ja, dann sehen wir uns gleich. Ja. In Alter. Ist mal ein bisschen schneller hier. Alter, was ist das denn? LTRT-Dribbling? Ja! Ich hab schon. Was ist das? Nein!
Nein! Alter, ohne Spaß, was ist denn das für Pisse? Ich hab den Ball weggeschlagen und er fällt dahin. Was ist denn das? Pass auf, jetzt fliegen wir noch raus aus dem Scheiß. Ich find's eigentlich nicht lustig. Wenn das Spiel so abbricht, dann müssen wir das Spiel trotzdem nochmal neu spielen. Nee, ich werde nicht. Doch. Glaube ich nicht. Nicht am Internet, also wie höchstens. Pass auf, Alter, wenn du hier so einen Scheiß Job oder so machst, naja, machst du eine Flanke irgendwo hin. Na, bei dem Bambuszeug, was er hier hat. So, ich hab zwar schon längst wieder ein Roulette gemacht, aber juckt er den. Siehst du. Das ich wollte vor einer halben Stunde schon Marcelo sein. Jetzt, flüssig. Empfang. Oh! Oh, geil. Wahrscheinlich ist er schon längst im Aus jetzt. Oh, Rudi, bitte! Nein! Ah, was macht er denn? Komm, hinter. Kopf nach hinten. Du hast hier noch Zeit, ja. Oh, Messi! Oh, nein. Mann, das ist hier was. Wir brauchen hier wahrscheinlich für die letzten 10 Minuten, brauchen wir wahrscheinlich in Real Life 10 Minuten, Alter. Zwei Grinflanken. Nein, du kommst nicht mit Bonucci. Ja, ich war gar nicht, ich wollte nicht. Ich mache jetzt nicht. Oh, ich komm gut. Na und, sein Torwart kann nicht fehlen, oder? Was? Ja, jetzt bei ihm läuft wieder alles flüssig. Alles klar. Ja, wahrscheinlich. Was macht? Nein, einfach nur nebenher lobt. Genau, Körper. So, nach vorne schon längst gespielt, aber... Ey, so wie ein Witz, ne? Mann, ich hab Schockauf. Wie ist denn jetzt Dembele? Ach so. Spiel den Pass aus, Messi. Boah, schieß. Pass aber nicht. Ist denn, los! Was denn? Ja, ich kann mich nicht mal bewegen, Mann. Ich hab Schluck auf. Alter, was ist das für Pisse hier, Mann? Und wir fliegen deswegen raus. Junge, Junge, pass auf. Wo soll ich hinwerfen? Warte mal. Ganz vorne auf Bale? Nee, warte. Rooney läuft rechts. So, ich hab schon von einer halben Stunde geworfen, aber... Ach, ist kein Foul, wa? Nee, ist richtig. Weil ich denke, der umrennt ist... Ist der richtig Foul. So, Keeper kommt. Köpf nach hinten. Nach vorne. Na, was machst du? Digga, safe. Komm, Bale. Was für Bale? Messi ist hier. Ja! Digga. Junge. Ey, unsere letzte Chance vielleicht. Ach so. Hast du einmal rausgespielt letzte Chance? Bitte machen rein, los. Oh, er hält ihn. Schade. Konter, Digga. Das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Wegen sowas in Footdraft rauszufliegen, ganz ehrlich. So eine Leute müsste man bannen. Einfach wegen der Internetleitung. Naja, die dürfen das Spiel einfach nicht spielen. Ey, ist mein Ernst. Gib mir bei. Was für Pisse, Alter. Oh, du kannst nicht mal eine Flanke auf 3 Meter spielen. Alles klar, komm, machen drin. Schade. Was? Messi, rechts. Ach, und ich bin wovon, ja? Schön. So, rechts habe ich gespielt. Hat geklappt. Ach so. Was soll denn die Scheiße? Ohne Spaß. Die dürfen noch, so eine Leute dürfen noch nicht mal ein Gegen... Alles klar. So eine Leute dürfen nicht mal einen scheiß Gegner finden. Was ist denn das? Gott, Alter. Also bei aber 2 Minuten fing es ja an zu längen. Die Pisse, Mann. Hör bitte auf mit meinen Schuhen. Nee, jetzt geht's nicht mehr, dass ich nochmal ziehe. Dann weiß ich's auch nicht. Naja. So ein Rotz, wirklich. Das kannst du keinem erzählen. So, jetzt nach 2 Siegen unseren Preis abholen und es wird ein Jumbo Premium und ein Premium Gold seit also 25 und 15k. Ja, erstmal 25. Nein. Das ist ein 7,5er. Und ein 15er. Ich dachte. Das ist 7,5er, Leute. Und wir bekommen. Boni. Drogba. Und Tusky. Ist er vielleicht was wert? Nein. Der Bayern Hype, maybe. Bruder war auch 750 wert statt 5. Ah, ist klar. Perfekt. Drogba ist auch nichts wert.
Nice. Achso, ich hab 1, 2, 3. 10 kann er unnehmen. Scheiß Pack. Willkommen wir. Oh. Ramirez. Ah, der ist aus dem Packs. Fernando Modest kam. Für Team Fitness. 1000 Münzen sofort drauf. Ich habe nicht genug Coins, sieht man ja. Und ja, Leute, dann würde man sagen, war's das von diesem Foot Draft Video? Ja. Videoteil, keine Ahnung. Ob wir es in zwei Teile teilen, in einen Part oder sogar in mehrere. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und dann hast du das Schlusswort. Jo Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein.